In der heutigen Folge Minecraft Borderlands 3. Leute, das ist, glaube ich, die beste Spitzhacke im gesamten Game. Da sind die Diamanten, Leute, endlich Dias. Hilfe, da ist ein Enderman, Leute. Und wir gehen rein in 5, 4, 3, 2, 1. So Leute, ich würde sagen, wir starten dann auch direkt rein in diese brandneue Folge von Minecraft Borderlands. Letzte Folge war aufgehört. Hier vorne war ein Skelett. Ich hoffe, dass das Ding jetzt inzwischen weg ist, das Skelett. Das ist natürlich schon mal sehr vorteilhaft für uns. Und dann können wir sagen, bauen wir ein bisschen was hier weiter ab. Hier vorne sind nochmal Emeralds. Das ist eigentlich sehr... Alter, Junge, jetzt haben wir richtig Glück mit unseren Emeralds hier. Kann man aus Emeralds irgendwas Starkes vielleicht craften, ist die Frage jetzt als nächstes. Ich meine, klar, Emerald-Blöcke. Emerald-Schwert macht nur 7 Attack-Damage. Plate macht aber 8 Protection. Stärker als Dia also. Und wir könnten uns das Schild-Pad mitmachen oder irgendwelche anderen coolen Pads. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Gerade wenn wir in einen Fight reingehen, will ich auf jeden Fall in keinen Fight ohne mein Hauspad reingehen. Weil mir das doch schon relativ wichtig ist, dass ich mit dem Hauspad irgendwo hingehe. Weil ohne Hauspad, ich weiß ja nicht. Und deswegen, ja. Das wäre ein bisschen belastend. Und dann würde ich sagen, laufen wir mal hier ganz schnell rum. Wir haben doch vorne ein bisschen was an Ardite. Ich weiß halt nicht, wie stark dieses Erz ist. Ardite Ore? Nee. Adamantium. Adamantium ist das stärker als dir. Also es hat jedenfalls die gleichen Stats. 8-1. Was hat denn eine Diamant-Chestplate an Stats? Die hat 8-2. Also ist es fast so gut wie dir, Adamantium. Aber wahrscheinlich hat es ein bisschen längere Durability oder sowas. Keine Ahnung, Bruder. Egal. Wir graben ein bisschen weiter, ein bisschen was an Eisen. Wie gesagt, heute war es auch ein Goal, eigentlich in die Mitte zu gehen. Aber wie gesagt, ohne ein Hauspad traue ich mich nicht in die Mitte, weil im Hauspad können wir uns halt notfalls nochmal weg-TPen. Hauspad, Gold, Diamant brauchen wir dafür und ein Ender-Nugget. Ender-Nugget bekommen wir aus einer Ender-Perle. Und da brauchen wir halt eine Ender-Perle und einen Enderman. Glaube ich, das kleinere Problem. Größtes Problem werden die Diamanten tatsächlich. Und aus Adamantium können wir uns, glaube ich, auch eine ganz gute Rüstung machen. So, dann hier nochmal schön ein bisschen was an Eisenerz. So muss das sein. Und dann hier vorne mal ein bisschen was an fantastischen Redstone, Leute. Ich meine, Redstone ist ganz nice. Kann man eigentlich immer ganz gut brauchen. Wir haben noch ein bisschen was an Tin. Und wieder diese komischen anderen Erze da. Und dann würde ich sagen, bauen wir das einfach mal hier alles ganz schnell und ganz gechillt ab. Es wäre halt echt ganz nice, wenn wir noch auf Diamanten treffen würden. Große Höhle. Das ist eine Chance auf Diamanten. Aber an sich so... Na komm, wir müssen uns hier irgendwie drüber... Wo kommt der hier her? Ach so! Oh mein Gott, Leute. Ja, einfach blaues Zeug übersehen. Bisschen Diamanten hier. Heilige Scheiße. Junge, wie... Hä? What the fuck? Wie kann man so doof sein? Das heißt, so ein Müll passiert auch nur mir. Okay, wir bauen das hier rüber. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wasser ist immer gefährlich. Wir brauchen ein bisschen mehr Stuff. Ich meine, wir haben jetzt Diamanten. Das ist alles schon mal ein bisschen entspannter als vorher. Wir haben jetzt Diamanten. Das sollte reichen für auf jeden Fall einen Zaubertisch und für unser Pet. Jetzt brauchen wir eigentlich noch einen Enderman oder sowas. Aber wie gesagt, es wird auch draußen nicht Nacht. Deswegen ist es vielleicht ein kleineres Problem, einen Enderman zu finden. Aber wir graben uns einfach mal hier ein bisschen weiter nach vorne. Und dann sollte das ja auf jeden Fall irgendwie passen. Vielleicht finden wir irgendwas. Wo graben wir uns eigentlich hin? In welche Richtung? Wir graben uns Richtung Spawn. Das ist schon mal sehr gut. Mein Hero Crafter da vorne ist Crafted gestorben. Sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, dass wir vielleicht auch mal in irgendein Dungeon oder sowas reingehen. Nächste Folge. Das wird sich dann, glaube ich, auch schon mal lohnen. Wie gesagt, ich will halt nicht ganz unvorbereitet irgendwo einfach reinstürzen. Das kann dann nämlich, glaube ich, einfach auch ein bisschen böse ausgehen. Deswegen schauen wir einfach mal, wie das Ganze sich so entwickelt. Und wir haben doch mal Diamanten, oder? Jawohl! Jawohl, 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 jawohl. Nochmal Diamanten. Sehr, 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 sehr gut, Leute. Es läuft einfach, es läuft. 12 Dias, wilde Sache. So kann das weitergehen, bitte. So muss das weitergehen. Aber ich würde sagen, wir graben es doch ein bisschen weiter.
Und dann sollte das eigentlich auch reichen. Oh Gott, Lava. Das ist gefährlich. Lava ist gefährlich. Lava mag ich nicht. Lava ist sehr böse. Wir wollen nicht in die Lava fallen. Wir wollen nicht sterben. Das ist so ein Goal meines dieses Projektes auch hier so ein bisschen. Dass wir einfach nicht sterben, Leute. Das ist so mehr so eine Lebenseinstellung hier auch. Meinerseits, dass wir nicht sterben wollen, das Projekt mal. Also wirklich gar nicht. Ich glaube, wir gehen auch jetzt mal langsam zurück jetzt hier zum Außenposten. Das wäre, glaube ich, eine ganz clevere Idee tatsächlich. Weil wir brauchen dringend was zu essen. Und wir haben im Außenposten auf jeden Fall noch einiges an Kartoffeln übrig. Das weiß ich. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal Richtung Spawn ein bisschen was an unserem Stuff verkaufen. Ich glaube, das wäre auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Ja, einfach mal hier schnell zurück zu unserer wunderbaren Bay. Das ist ein Enderman. Wo ist er hin? Oh Gott. Oh fuck. Holy shit. Oh, kacke. Holy shit, war das close. Holy shit, war das close, Leute. Okay, okay, was haben wir bekommen? Eine Enderperle. Sehr, sehr wichtig. Und ein Basic Case wieder. Sehr, sehr gut. Erstmal bis mal hochheim. Würde ich sagen. Wichtig, wichtig und richtig auch so. Was machen wir? Wir machen erst das Case auf. Bitte was Gutes. Shocking Harbinger. Mining Speed Autosmelt. Holy shit. Das ist die beste Spitzhacke überhaupt. Die schmilzt automatisch die Erze, wenn sie abbaut. Oh Gott, das ist ein Silberfisch. Oh Gott, das ist ein Silberfisch. Geh bitte weg von mir. Weg. Dich will ich nicht. Liegt es an der Spitzhacke? Holy shit, wie OP ist das bitte? Junge, die Mega Smelting Pickaxe einfach. Das ist ja mal so strong. Holy shit, was war das bitte? Heilige Kacke, was war das bitte? Das war ja mal bitte so laut. Okay. Neuer Plan, Leute. Vergesst es, wir schmelzen ab sofort nichts mehr ein. Wir müssen alles mit dieser Spitzhacke abbauen. Das ist ja mal so genial. Holy shit. Okay, die Zuckerrohrfarm geht auch ein bisschen voran. Ich würde sagen, wir packen mal kurz ein bisschen was hier erstmal raus. Wir machen uns erstmal eine größere Chest. Und dann packen wir in diese Kiste erstmal unseren ganzen Trash rein. Also alles an Cobblestone und sowas. Das sieht doch gut aus. So, jetzt holen wir uns mal kurz die Erze hier raus, die wir noch übrig haben. Und dann bauen wir die jetzt einfach alle ab. Das krass ist ja auch, dass diese scheiß Spitzhacke hier einfach nicht kaputt geht. Also die ist auch unzerstörbar. Das ist ja mal so geil gemacht. Wir haben ja die beste Spitzhacke im ganzen Game bekommen. Wie kann man bitte so viel Lack haben? Okay. Hier ist auch überall noch ein bisschen Adamantium. Ich würde sagen, das bauen wir alles ab. Ich meine, das ist ja ungefähr gleichwertig zu Diamanten. Ein bisschen schlechter. Aber da können wir auf jeden Fall einiges rausholen. So, hier alles hingeplaced und mitgenommen. Das können wir vielleicht auch ganz gut zu einem guten Preis am Spawn verkaufen. Wir müssen die ganzen wertvollen Erze nicht benutzen. Wir müssen sie am Spawn verkaufen und uns davon krasseren Stuff kaufen. Das ist nämlich der Way to Go, Leute. Das ist der Way to Go, das ist der Plan. Ich würde sagen, wir könnten eigentlich auch nochmal beim Händler vorbeischauen. Das könnten wir machen. Ich würde sagen, ich fühle mich, glaube ich, ganz gut. Wir fühlen uns ready, wir sind bereit zum Kampf. Und da würde ich sagen, da kümmern wir uns jetzt mal drum, dass wir das auch hinkriegen. Also, wir machen uns als allererstes eine Adamite Chestplate. Die ziehen wir uns an. Dann haben wir noch irgendein anderes Erz übrig. Wir haben noch zwei Adamite davon. Ach komm, ich muss doch noch ein bisschen was rumlegen an Adamite, oder? Kein Adamite in Sicht. Okay, gut. Wir holen uns ein bisschen was an Eisen hier raus. Machen uns einen Eisenhelm natürlich. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Und Eisenschuhe. Zack. Dann haben wir unser Eisenschwert. Dann haben wir unser Pet hier. Brauchen wir 6 Holz für. Haben wir noch genug Holz? Ist natürlich jetzt die andere Frage. Haben wir nicht. Wir haben eine Enderperle, aber wir haben auch den Enderpearl Nugget. Gold und einen Diamanten haben wir auch. Machen wir 4 Stück raus. Machen wir uns eine Spitzhacke, würde ich sagen. Holz haben wir noch da, ein bisschen was, aber lange nicht genug. Diamantspitzhacke. Zack. Und dann im zweiten Schritt machen wir das Haus. Brauchen wir erstmal das Nugget dafür. Dann packen wir den Rest alles weg. Wir safen uns das hier einfach mal auf.
Die krasse Spitzhacke nehmen wir auch nicht mit. Die Spitzhacke lassen wir auch da. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Armbrust kommt auch hier rein. Wir brauchen auch noch ein Schild, fällt mir gerade so auf. Das wäre auch wichtig. Hier so ein schönes Schild. Ja, 10 Eisen, das ist doch ein Deal. Schusswaffe nehmen wir auch mit. Keine Ersatzmunition. Packen das hier rüber. Mithril-Erz kommt da auch hoch. Das kommt da rüber. Das kommt hier hin. Die kommt dahin, dahin, dahin. Das dahin. Das kommt da rein. Die zwei Sachen craften wir zusammen. Und dann würde ich sagen, wären wir doch bereit für die Oberfläche, oder? Ja, würde ich sagen. Ab geht's. Gehen wir nach oben an die Oberfläche und stellen uns im Kampf. Am besten noch mit etwas Essen in der Tasche. Das wäre natürlich noch ein bisschen besser. Wir machen ja zwischen den Folgen immer so Zwischenbesprechungen. Manche haben Full-Dia-Rüstung, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Aber ich denke mal so im Großen und Ganzen sind wir doch ganz gut geschützt. Wo war der Rest unserer Treppe? Heilige Scheiße, wo kamen wir nochmal her, Leute? Ich habe ein bisschen vergessen, wo wir herkamen. Also, wo war unser... Okay, die Folge ist zu Ende. Darum können wir uns nächste Folge kümmern. Ich würde sagen, Leute, das war's mit der heutigen Folge Minecraft Borderlands 3. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich weiß, sie hat mir gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut bei allen anderen unbedingt in der Beschreibung vorbei und schaut euch eure Sichten an. Vor allem bei denen, die gestorben sind. Das lohnt sich am meisten. Ich würde sagen, das war's für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.